Casual Kitchen, das sind einfache Gerichte für jedermann. Ob Anfänger oder gestresste Mutter, keine Zeit ist keine Ausrede mehr. Kochen macht Spaß und wirklich jeder kann es lernen. Heute zaubern wir einen leckeren Salat aus zerstoßener Gurke, Datteln und Fenchel und dazu ein knuspriges Lachsfilet. Schnell, gesund, unkompliziert und einfach lecker essen. Eine Pfanne aufgesetzt. Da geben wir jetzt mal ein bisschen Öl rein. Mittlere Hitze. Dann habe ich hier ein Stück Lachs. Wie man sieht, mit Haut. Das erste, was wir machen, wir checken, geht hier mit dem Finger am besten einfach mal kurz so ein bisschen drüber. Guckt, ob da noch Gräten drin sind. Das sind Filets. Normalerweise sind die entgrätet, aber kann ja einfach mal sein, dass da noch eine Gräte zurückgeblieben ist. In dem Fall aber nicht. Dann gehen wir hin. Ich habe hier ein bisschen Salz und ein bisschen zerstoßenen Pfeffer. Das geben wir einfach hier oben drauf und reiben das dann ein. Dann habe ich hier Olivenöl. Da träufeln wir ganz klein wenig oben drauf. Ja. Verreiben das auch noch so ein bisschen. Massieren das quasi so ganz leicht in das Fleisch ein und legen das dann erstmal zur Seite, bis die Pfanne heiß ist. Dann brauchen wir hier eine Salatgurke und ein Schälmesser. Das erste, was wir machen, ist, wir schälen die ganze Gurke einmal rundherum ab. Die Schalen wollen wir in dem Fall nicht mitessen. Es gibt Leute, die vertragen die Schale auch nicht so. Die ist halt doch relativ hart. Und gibt Menschen, denen liegt die einfach dann im Magen. Und deswegen, wir müssen dann immer aufstoßen oder sowas. Nicht sehr angenehm. Deswegen sollte man auch, wenn man solche Salate macht, immer ein bisschen drauf Rücksicht nehmen. Am besten, wenn man plant, die Schale mitzuverwenden, kurz nachfragen, ob es jemanden gibt, der Probleme damit hat. Dann gehen wir hin. Jetzt mal noch die Enden abtrimmen. Und dann gehen wir hin. Schneiden die einfach grob runter in dicke Scheiben. Und dann schneiden wir sie der Länge nach kurz nochmal runter. Ist im Prinzip nicht so wichtig, wie wir die jetzt schneiden. Dann habe ich hier ein frisches Küchenhandtuch. Was wir machen, ich schiebe das mal hier ein bisschen zur Seite. Wir geben die jetzt hier mit rein, schieben die hier so ein bisschen zusammen, falten die das hier so seitlich rein und rollen das dann zu, gucken, dass das ein gutes Paket gibt. So. Dann ist auch gleich soweit. Und dann gehen wir hin. Und man kann das jetzt entweder mit einem Fleischklopfer oder eine schwere Pfanne machen oder wie ich einfach sein eigenes Körpergewicht verwenden und mit dem Handballen quasi hier auf die Gurken draufdrücken, sodass die so ein bisschen angedrückt werden und die Flüssigkeit anfangen zu verlieren. Man sieht das hier auch durch das Tuch durch, wird dann direkt feucht. Vorsichtig runterdrücken, jetzt habe ich nicht zu viel Kraft, wir wollen ja keinen Gurkenmatsch haben. Wir wollen quasi nur angedrückte Gurkenstücke haben. Und man hört das auch. Ich hoffe, ihr hört das. Das knackt so ganz leicht. So. Ja, die Pfanne ist heiß. Was wir jetzt machen, wir geben den Lachs mit der Hautseite nach unten in die Grillpfanne und braten das jetzt erstmal ein paar Minuten ganz vorsichtig von unten an und dann nochmal ganz kurz von oben. Weiter geht's mit unserem Salat. Ich nehme jetzt hier eine Schüssel. Erstmal packen wir das hier wieder aus. Geben das hier wieder zurück aufs Brett. So. Dann hacken wir hier nochmal so ein bisschen grob durch. Einfach nur ganz grob und geben das dann hier
in die Schüssel. Dann habe ich hier zwei Fenchel, das sind jetzt zwei kleine. Wenn man einen größeren kriegt, nehmen wir einen. Dann schneiden wir hier unten das trockene Ende ab. Und dann gehen wir hin. Jetzt brauche ich ein etwas feineres Messer. Entweder nimmt man einen Hobel, hobelt das fein runter, oder man nimmt so wie ich das Messer und schneidet das vorsichtig runter. Ganz wichtig ist da, man muss mit den Fingern das jetzt hier gut zusammenhalten, denn sobald ich quasi von unten angeschnitten habe, und wir wissen ja, Fenchel hat ja so Schichten, dann fängt das an auseinanderzufallen, lässt sich dann entsprechend auch schlechter schneiden. Deswegen müssen wir das gut zusammenhalten, ohne sich dabei natürlich den Finger zu schneiden. Wie gesagt, wer nicht möchte, kann einfach Hobel nehmen, ist vielleicht etwas dünner. Ich mag es etwas dicker, aber geht genauso. So. Jetzt sind wir hier bei dem Grünen. Das hacken wir auch ganz dünn durch. Dann geben wir das hier auch mit rein. Als nächstes habe ich hier Schnittlauch. Da gehen wir hin und schneiden den in dünne Röllchen runter. Das heißt so einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter dick. Also breit. Geben die hier auch mit rein. So. Jetzt gucken wir mal schnell nach dem Lachs. Wie man sieht, der ist jetzt hier so bis zur Mitte, etwas mehr über die Mitte nach oben. Quasi weiß von außen. Wir drehen ihn jetzt mal um 90 Grad. Wir lassen ihn noch so kurz, eine Minute ungefähr. Eine halbe Minute bis eine Minute. In der Zeit habe ich hier Datteln. Das sind speziell, das sind diese, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Mediol oder so. Das sind relativ große Datteln. Sieht man ja auch. Schmecken sehr, sehr gut, sind natürlich etwas hochpreisig. Das waren jetzt hier 130 Gramm, Kilo kostet ungefähr 24 Euro. Also sind schon etwas teurer, sind aber dafür auch umso besser. Was wir jetzt machen ist, wir schälen die kurz, beziehungsweise entkernen, schälen müssen wir sie nicht. Das heißt einfach in der Mitte auseinanderziehen, den Kern rausnehmen. Der sieht so aus, kann man eigentlich nicht verfehlen. Länglicher, brauner Kern. Jetzt drehen wir den Lachs hier auf jeden Fall um, auf die Oberseite. Und braten den nochmal gute 3 Minuten, 2,5 bis 3 Minuten. In der Zeit schneiden wir jetzt hier die Datteln der Länge nach. Einfach so in Streifen runter im Prinzip. Und geben das hier auch mit in den Salat. Einfach reinwerfen. So. Und jetzt habe ich hier noch Walnüsse, Walnusskerne. Da gehen wir hin, jetzt wieder mit dem gröberen Messer. Hacken die auch so ein bisschen kurz grob durch, dass wir keine ganzen Kerne haben, sondern nur Splitter im Prinzip. Drehen den Lachs hier nochmal um 90 Grad. Dass wir ein schönes Grillmuster bekommen. Dann geben wir hier die Nusskerne mit rein. So, und dann machen wir uns im Prinzip noch eine Art Dressing. Wir geben einfach Salz und Pfeffer darüber. Und eine ordentliche Menge. Pfeffer. Olivenöl. Und dann habe ich hier eine Zitrone, vielleicht brauchen wir auch zwei, das müssen wir gleich gucken. So, wird auch über den Salat geben. Ja, nicht ganz alles. Dann mischen wir den Salat kurz durch und probieren fix. Und dann ist hier vorne der Fisch auch fertig. Und dann machen wir uns jetzt ans Anrichten. Den Lachs.
und dazu unseren doch etwas besonderen Salat. Schön mit den Datteln, mit dem Fenchel, mit der zerstoßenen Gurke, mit den Nusskernen und natürlich dem Schnittlauch. Eigentlich eine recht schöne Kombination, ein bisschen was Süßes, ein bisschen was Crunchiges. Die Gurke gibt so ein bisschen Flüssigkeit, ein bisschen Feuchte, Frische. Der Fenchel, so ganz leichte, minimale Schärfe vielleicht. Und natürlich den schönen Fisch dazu. Und das ist eigentlich ein ganz einfaches Rezept. Ihr habt gesehen, hat jetzt nicht wirklich lange gedauert. Ja, lasst euch schmecken. Dieses und viele weitere Rezepte findet ihr auf www.casualkitchen.de und solltet ihr irgendeine Frage haben oder vielleicht ein tolles Rezept, dann schreibt mir einfach. Alle Infos dazu gibt's auch auf unserer Webseite.